Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Runde GoFit mit Kunan und Alex. Guten Tag. Hallo. Wir spielen heute wieder drei Ründchen GoFit. Der Verlierer muss wieder eine Challenge machen. Und bevor ihr euch jetzt wundert, wieso wieder? Denn ihr habt entschieden, Kundran und Alex müssen gleichzeitig oder beide die Strafe machen. Deswegen habe ich für beide ein Spiel ausgesucht. Und das Video seht ihr ja am besten nach diesem Video jetzt hier. Sagen wir, wenn das hier zu um 19 Uhr kommt, dann kommt das Bestrafungsvideo von letzter Woche, also von den letzten drei Bahnen, um 19:30 Uhr. Könnt ihr dann auf Kundran und auf Alex Kanal sehen. Beide mussten ein Video dazu aufnehmen. Ihr habt beide nicht zusammen aufgenommen, das heißt, ihr habt beide unterschiedlich gespielt. Ja, wir haben ein richtiges Premium-Spiel gespielt. Das kann man schon mal verraten. Unglaublich gut. Ja, das ist natürlich klar. Und ihr könnt gerne auch mal schauen, wer von den beiden schlechter war. Schau das Ganze gerne mal an. Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Das war ja ein Bestrafungsvideo diesmal, ne? Ich darf ja leider auch noch nicht. Also ich habe die Videos ja auch noch nicht gesehen, weil die sind ja noch nicht online. Ja. Aber ich habe ein gutes Spiel ausgesucht. Ich würde jetzt. Schade, ich hätte jetzt gerne ein paar Steam-Beschreibungen vorgelesen. Ich habe das Video schon aufgenommen. Alex, glaube ich, noch nicht. Jagen Sie Tiere, bauen Sie das Haus? Nee, das war zu deutsch, oder? Da stehen also die Beschreibung des Spiels. Also, wenn ihr das Video gesehen habt und den Titel gesehen habt, dann schaut euch bitte einfach nur im Steam die Beschreibung an und amüsiert euch darüber. Wir haben ein richtig gutes Game gefunden. Das war doch gerade. Das sah so aus, als wenn es mehrere Strecken gegeben hätte, wo wir gerade alle runtergefallen sind. Das sieht mega nice aus. Also, das war super smooth. Muss mir da rüberschlagen jetzt? Full Power Center. LOL, das ist mega smooth gewesen. Alter. Sehr, sehr geile Strecke. Also voll die Loopings. Sie ist aber noch in der Beta. Also hier kannst du, hat er sogar geschrieben. Er updatet sie auch noch regelmäßig. Letztes Update kam gestern. Kann also noch, ein, zwei. Kann noch schlimm werden. Probleme geben. Kann sein, dass es nicht voll, nur, dass es nur neun Bahnen sind? Das kann sein, dass es nicht, Oh, das könnte sein, ja. Ah, Hypinger gehen da lang. Leute, ich liege jetzt hier. Ist das richtig? Ich glaube, die Kanone. Doch, ich glaube richtig, Alex. Auf das Ding da zu schießen macht keinen Sinn. Ich komme immer wieder in die normale Kanone zurück. Das ist der Shit. Das ist der Shit, wo ich bin. Ich habe einen Cut found, was auch immer das heißt. Aber ja. Ah, die Map ist cool. Da bleibst du, glaube ich. Lol, von dran. Hä? Nee, da bleib ich nicht liegen. Wo bist du? Ach, du bist am Anfang. Weißt du, bei mir zeigt der Pfeil, zeigt da zwar hin, aber es geht ja gar nicht. Zeig mal, wo bist du? Okay. Das geht ja nicht. Wie kann man nochmal wechseln? Achso. Nee, du musst auf. Du hast versaut da, hallo. Nee, ich muss auf. Du musst die Kanone, genau. Du hättest auf das andere rausspielen können, dann wärst du rübergeflogen. Jetzt bleib ich hier liegen. Wow! Oh, da, du. Warte, Kundan. Ja, Kundan, du auf das Blaue. Versuch auf das Blaue zu treffen. Nice. Das blaue Schild, ja. Ja, fast. Okay, jetzt musst du den doofen Weg nehmen, in die Kanone hinter dem Blauen. Na, du musst jetzt einmal sozusagen. Kanone hinter dem Blauen? Ja, ja, um die Ecke rum musst du. Also, ich habe das blaue Schild getroffen, bin direkt ins Loch sozusagen unten rein. Okay, und jetzt einfach gegen das blaue Schild wieder. Das ist mega smooth. Oh, können wir nicht. Ja, mega smooth. Ja, hast wahrscheinlich wieder falsch gezielt. Nee, ich habe exakt die Mitte getroffen. Nein, aber hast du mit dem Kreis oder mit dem Laser? Ja, mit dem Kreis die Mitte. Das ist quasi dasselbe hier. Nee, bei Kundran geht das nicht. Hä? Na, warte, schieß mal dann. Warte, ist wo okay. Könnte der Winkel besser sein? Ein Stück weiter runter, oder? Runter? Lol. Ja, ein Stück weiter runter ist es nicht. Ist einfach rausgefallen aus der Kanone. Kundran einfach raus. Kundran hat keine Power. Du musst das Schießpulver schon. Kundran hat kein Schießpulver. Nee, höher ist auch nicht. Kundran, warte, kannst du direkt woanders hinschießen? Guck mal eben. Ich glaub nicht. Was ist denn mit dem Fass da hinten? Ich einfach mal seitlich. Warum kriegt Kundan denn keine Power? Also du ploppst immer nur aus der Kanone raus. Keine Ahnung. Halt mal gedrückt. Da mal hin. Aber ich frage mich auch, wie Kundan nach oben. Wenn du liegen bleibst, ist es gut. Oh, versuch mal. Ja, stimmt. Versuch dich gleich mal nach rechts zu schießen. Warte, ich. Kannst du, wie hoch kann man zielen? Komm, ja, dann rechts gegen die Bande, sodass du die Wand rechts triffst. Leute, das ist Power. Das war genug. Das hätte auch geklappt. So. Ha.
vielleicht. Vielleicht ist es deswegen noch Beta ein bisschen, weil es nicht immer funktioniert. Nicht immer ist gut. Wir sehen ja leider nicht, was Kundran macht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Im Video kann man sich ja angucken. Ich hab hier mitten auf den Kreis. Kundran, versuch mal gegen den Steinling zu schießen. Vielleicht ploppst du dann rüber. Okay, geht das? Hey, war wieder guck mal, so wenig Power. Kundran auch wieder. Jetzt hat er doch Power. Nee, voll wenig. Versuch halt rechts über die Wand zu kommen irgendwie. Wieder mit diesem schwachen Schlag, den du immer machst. Ja, mit der Power schieß mal einfach genau so, wie du jetzt gemacht hast, nur wieder mittig. Also so, dass du nicht mehr die linke Maus hast. Ja, aber schieß... Ja, jetzt bin ich immer wieder drin gelandet. Komisch. Nee, da ist was... Kunda macht da was falsch. Lol. Wieder so rausgefallen, einfach nur. Vielleicht darf man nicht so eine große Distanz haben bis zur Kanone. Das hat ja auch keiner gemacht. Oh, das ist gut. Bleibst du liegen? Nee. Ich glaube, oder? Nein, bestimmt nicht. Leg dich einmal vor, bitte. Versuch das mal. Ah, fuck. Oh, nein. Schade. Ich kann ja weil ich habe ein bisschen Bedenken. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ja? Also, weil du schon einmal gegen eine Wand geprallt bist. So. Ach so. Dass er diesen Speed dann dadurch rausnimmt. Boah. Kann keine sein. Keine Ahnung, ja, ob das damit zu tun. Ich hätte es gern getestet. Man muss ja den ganzen Tower of Terror... Okay, das ist krass. Das ist richtig gruselig. Holy fuck. Jetzt fahr ich runter. Das, wie hoch sind wir jetzt auf einmal? Ich hab die ganze Reise... Kundrat ist da runtergefallen. Ich hab die ganze Reise verpasst. Nein. Ach, nö. Darf ich den Rohrdalo von hier? Ja, ja. Lol, ist das sick. Also, also jetzt, wenn er noch die paar Sachen Feinheiten ausbessert, sind diese Routen, die du lang fährst, mega smooth. Hä? Bei Alex dich. Lol, doch, da war ein Booster. Hui. Ja. Ich hab einen auf Alex aufgeholt. Ich glaube, wir müssen nicht so. Wow. Lol. Alter, eine Riesenröhre. Wollte gerade sagen, was ist das? Da, holy shit, das ist eine Röhre. Lol, Dalu ist irgendwo anders. Hä? Wo bist du? Nee, bin wieder da. Oh. Holy ist ja fuck. So ein GTA-Tunnel. Full Power Center. Lol, wie geil. Okay, oh, Full Power, Leute. Lol. Ja, jetzt kommt Full Power. Full Power und Moment. Center, ne? Ich seh nix. Yo! Oh shit, hier ist Wasser. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ach, jetzt. Oh. In die falsche Richtung. Oh. Sehr geil, aber. Also ich mag. Guck mal, da kommt Hunde angeflogen. Da kam ich angeflogen. Meinst du, man kann als Map-Editor auch die Musik entscheiden? Ja, ne? Nee, glaube ich nicht. Ist immer dieselbe. Du wählst das Land. Ist nicht bei Hello auch eine andere? Ja, aber ich glaube, du wählst die Ground Base und die Musik hat es dann, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, kann sein, ja. Das sind Buchstaben C, Raute D, Alter. Lol. F oder R war das? Saugeil. F für einen Schlag, R für alle. Muss Alex hin? Ja, ich werde hier die ganze Zeit resettet. Nee, du bist zu weit. Du fällst da runter. Da steht doch. Ich werde die ganze Zeit an dieser Rampe resettet. Nein, du fällst hinten runter. Hier hinten noch. Weiter nein. Hinten, weiter ja, hinten. Weiß. Wir sehen dich doch. Nee, noch weiter hinten. Ich hab dich gesehen. Das hast du nicht gesehen, weil du schon weiter vorne warst. Du bist doch okay, vorbeigerollt, ich weiß, Alex. Nee, noch weiter vorne, Mann. Da wurde ich auch schon resettet. Ich weiß, warum es Alpha und Beta ist, weil die Kanten von den Maps noch abstoßen. Dieses typische, was man kennt im Spiel, weißt du? Ich weiß nicht, was du meinst. Also ich weiß es wirklich ja, nicht. Ja, dass die Kanten nicht gerade sind, sondern dass eine Ecke drin ist. Ach so. Das ist hier noch öfter. Also war bei mir gerade am Anfang. Geht wahrscheinlich auch immer hier auf die Mitte zielen. Ja. Ich hab hier wieder keine Probleme. Nur mit der Kanone bis jetzt. Hast du es auch versucht? Hast du es geschafft? Nee, ne? Ja. Lul, was ein perfekt. Was? Upside down? Don't panic, you are upside down. Left and right are reversed. What? Was? What?
Wie geht das Lol. Denn? Holy shit. Ich verstehe nicht mehr wohin. Up and down. Right and left. Moment, wie zieh dich jetzt nach links? Wie geil ist das denn? Holy fuck. Ist er, oh, wo müsstest du denn hin? Ah, da. Wie kommt man nach da oben, Dalu? Fuck, aber doch nicht wieder Kanone. Ja, wie kommt man nach da oben? Hä, warte mal, wenn ich nach rechts mache, gehe ich nach. Kann ich irgendwo anders hinschießen, als auf das Schild? Das Schild funktioniert bei mir wieder nicht. Warte, ich guck gleich mal. Das verstehe ich nicht. Lol, das sieht ja lustig. What the fuck? So, Kuno hat's einmal ich geschafft. Weiß nicht, wo ich hin muss hier danach. Durch die Windmühle. Also auf das Holz in der Windmühle sozusagen. Ihr müsst halt da durchschießen. Oh, da ist nämlich noch eine Kanone. Oh, achso, ist derselbe ich Schlag. Bin wieder am Start. Ja, und dann? Dann steht da Aim at the Center. Achso, auf die Rampe, ne? Die Frage, ach, wahrscheinlich nicht auf das. Die in die Kanone vielleicht, wenn du das direkt holy kannst, Kunal. Holy fuck, das ist ja crazy das gemacht. Ist die Kanone, ja, ja. Das ist ja richtig crazy, die Scheiße hier. Also ich will dir nur sagen, ich bin abgeprallt auf dem Holz, weil ich habe irgendwie nur links, rechts lenken können. Das ist eine geile Idee. Das ist lustig, ja. Frag mich, wie er das umgesetzt hat, tatsächlich. Du hast die Windmühle getroffen. Okay. Ja. Wie macht er das? Also wie hat er das gemacht? Ich find's geil, dass diese Röhre dich upside down bringt. Und ich glaube, das geht mit Geschwindigkeit. Kann das sein? Weil da, wo Kunan jetzt runterrollst, bekommst du einen Boost. So, zack. Ich glaube, es liegt daran, wie die Kanone ja, die Kanone ist einfach schräg, ne? Ja. Richtig. Ich bin halt auf diesem, in dem Kreis sozusagen abgeprallt. Da, wo du durchschlägst. Ja, habe ich auch schon versucht. Und dann halt auf die, in die Kanone gehüpft. Aber ich konnte auch nur, glaube ich, links und rechts lenken. Ich weiß nicht, ob ihr. Nee, ich konnte auch nur links und rechts. Dann auch nur links und rechts. Ja, coole Idee auf jeden Fall. Er speichert immerhin die Position der Kanone. Willst du dem Kunan ja gönnen? Ach, bei Kunan, mir gegen die Wand links. Ja, ja. Willst du das auch? Ich hab doch gesagt, ich soll in dem Ding abfallen. Nein, unten. Ja, nein, unten, dass du bounst. Also ich weiß nicht, was bei dir unten ist. Du schlägst ja links gegen eine Wand, also du schlägst ja gegen eine Wand. So dass der unten Ball. Komm ich nicht hin mit meiner. Doch, doch, schieß einfach. Kanone. Genau. Ja, genau. So. Ah. Muss ich jetzt in die Mitte des Looping. Ja. In die Mitte des Looping, sodass ach, der da, rollt. Ach da. Ich habe auch versucht, immer diese blauen Dinger da zu visieren. Ja, jetzt bist du drin. Das ist eine coole Idee. Ist auf jeden Fall neu gewesen. Hatten wir noch nie, ne? Sowas jetzt mit der. Ich glaube schon. Also, die Standard-Maps hatten halt. Also nicht das umgedrehte. Upside das nicht. Down hatten wir, glaube ich, noch nicht. Nee. LOL. Alter, bist du abgehoben. LOL. What? Hä? Okay. Hä? Okay. Was ist der okay, Trick? Das verstehe ich noch die nicht. Die Map heißt Trampolin. Das ist also, da ist ein Booster nach oben auf jeden Fall drin. Kunan hat es versucht, aber nach wo will man hin? Ich habe keine Ahnung. Lol, Kunan. Kunan bleibt an der Decke kleben, auch nicht schlecht. Ja. Das verstehe ich noch nicht. Was ist der Gag? Also. Du weißt vor allem nicht, welche Map du hier richtig. Also, da hinten hin eigentlich, oder? Okay, das verstehe ich nicht. Ja, doch, da hinten ist richtig hin. Ja, aber da bleibst du nicht liegen. Die Kurve geht ja nach rechts. Bahn geht ja eindeutig nach rechts. Ja, aber danach geht sie doch nach oben. Da hat einer fast geschafft. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Stimmt, das ist dieselbe Map. Das ist dieselbe, ja. Aber lass mal hinkommen. Nein! Oh, ganz knapp. Okay, weiter nach rechts legen. Nein. Ich lieg oben drauf. Lol, wäre die noch lang gegangen. Die Map ist ewig lang. Schade. Ich glaube, ich werde sie nicht sehen. Ah, fuck off, ey. Das ist voll schwer. Ja! Ich liege irgendwo. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich liege irgendwo. Ja, hier müsste richtig sein. Warum ist das Ziel? Bleib liegen! Nein! Ja, ich schaff's noch. Oh, das war wirklich das. Ja, du kannst das irgendwie ist, von ja, oben noch rein. Also irgendwie ist der Weg nicht richtig gewesen. Das ist auf jeden Fall die andere Richtung, glaube ja, ich. Ja. Weil da kommt noch mega viel eigentlich. Habe ich das jetzt nicht gezählt? Doch. Das sah aber so aus, als ob wieder rausgeploppt ist.
Hä? Na, jetzt kommt das. Lol. Jetzt geht's weiter. Nee, ich glaube, es ist einfach vorbei. Nein. Thanks for Great playing. Wall of China kommt jetzt noch. Thanks machen wir hier weiter? 50% of the final map. Ja, wir machen mal weiter, oder? Ja, aber jetzt ist doch noch Paar 4. Das ist doch jetzt noch Bahn 9. Ich mach einfach mal. Ja, mal hinten ist noch ein Loch. Das ist noch Bahn 9, ja? Dann wird es ab jetzt wahrscheinlich noch nicht fertig sein, komplett. Also würde ich jetzt behaupten, oder? Ja, ja. Vermutlich. Die Great Wall of China ist ja auch noch nicht fertig. Das ist ja nix. Super, super starke Ideen dabei gewesen. Ja. Bin gespannt, wenn die fertiggestellt wird. Ja, das stimmt. Die Ideen sind cool. Das war neue Mechaniken. Ah. Die Map heißt Winterpark. Steht ja in Klammern noch Beta-Version dahinter. Das ist ziemlich nice, dass im Scoreboard jetzt der Map-Name steht. Das macht es auf YouTube immer leichter. Das steht da unten. Im Steam Workshop viel einfacher suchen. Schaut bei Alex und Kunan vorbei. Vor allem jetzt. Jetzt kommt noch deren Bestrafungsvideo von letzter Woche. Wir sehen uns in der nächsten Runde Golbe wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.